Servus Gamer und Gamerin, willkommen zurück zu Mr. Nuts, der fünfte Teil mittlerweile. Ich fasse es kaum, Teil 5 von diesem nervenzermürbenden Spiel. Ich habe jetzt mittlerweile langsam wieder eine Ahnung, warum ich das nie durchgespielt habe. Es ist scheiße schwer. Man meint es nicht, dieses rechts und links. Probiert es einfach selbst aus, wenn ihr es daheim habt oder so. Emulator zählt nicht, weil da kann man zwischenspeichern. Emulatoren zählen nicht. Ja, es ist wirklich nicht ohne diese alten Jump'n'Runs. Jetzt kommt diese Glühbirne wieder und dann gehen wir hier hoch und zack, umgangen. Das Brathähnchen machen wir auch platt. Ja, kann man sich das mittlerweile eigentlich geben oder spiele ich schon nur noch für mich allein? Schreibt es doch mal in die Kommentare, wenn da nichts drin steht, dann weiß ich Bescheid. Puh. Nein, das Schlimme an dem Spiel ist halt, wenn ich nachher wieder jetzt Game Over gehe, dann kann ich, glaube ich, wieder in dem scheiß Wald anfangen. So, Ruhe bewahren. Zack, zack. So, die Flasche diesmal nicht. Zack, auch nicht. Direkt links weg von der scheiß Biene. Das Hühnchen machen wir auch platt. Die Biene und der Hase kommt noch mit. Noch irgendjemand. Ein Hähnchen. Come on. Ich bin abgeraten. Zweimal Energie, das ist zweimal voll. Aber dafür müssen wir bestimmt irgendeinen Schalter umlegen. Oh. Nein, ich dachte, die Schnecke trifft mich wieder. Ich hasse die Schnecken und ich hasse die Glühbirnen. Nein, die Flaschen hasse ich mehr, die Glühbirnen. Das überlege ich mir jetzt noch. Komm, weißt du was, du kriegst den. Es macht dir nichts, wenn sie Elektroshow macht. Klar. Das ist die absolute Hölle, ist es. Wieder so eine dämliche Flasche. Was ist das jetzt? Rollende Küchenbretter? Kommt ganz im Ernst, wie high wart ihr, als ihr das entwickelt habt? Es trefft mich! Das habt ihr jetzt gesehen, oder? Ich war über diesem Drecksding. Ja, noch was? Noch irgendwas? Ah, ja, die Hühnchen-Armee, wisst ihr was? Da, zack, zack, die holen wir mit. Was ist da drin überhaupt? Muss ich mir das überhaupt gönnen? Ein Treffer und das war's. Und wir sind wieder ganz unten in der Küche. Verpiss dich! Das? Was ist das? Warum komme ich da nicht ran? Ich will da ran. Das ist golden und es blinkt. Ich bin ein Eichhörnchen, ich will das klauen. Ein Fehler, tot. Ich hasse dieses Spiel! Sind diese Steine da weggegangen? Nein, nö, warum sonst? So, wir haben noch dreimal Nüsse für zwei Glühbirnen. Also draufspringen und dann erst schießen. Hallo, Glühbirne. Oh, nimm mich mit!
danke. Ja, was lautet? Hier ist ein Schalter. Das ist der Schalter der Vergeltung. Okay. Scheiße. Der hat jetzt den Pokal freigeschaltet. Nein, ich hab's gewusst. Nein. Und schon wieder. Oh. Alle Gegner wieder da. Alles wieder auf Anfang. So ein dämlicher, verkackter Mist. Es ist doch wirklich zum Heulen. So, ich sammle jetzt nichts mehr. Ich weiß kein Geschiss. Kein Bock jetzt mehr. Das nervt jetzt langsam. Da kommt der Korken. Der trifft auch direkt schon wieder, weil hier ist die Dead Zone. Hier ist alles tot. Dead Zone. Ausweichmöglichkeiten keine. Das Hühnchen hat gesprochen. Mann. Ja, jetzt komm. Jetzt ist die Geduld weg. Jetzt ist die Geduld weg. Ja, weil man nie weiß, wann sie springen und wann nicht. Und dann kommt die Flasche. Das ist jetzt eh Glückssache, ob ich da jetzt durchkomme oder nicht. Die Schnecken, auf die man immer nicht treten kann, weil sie einfach zu klein sind. Ja! Keine Chance! Hühnerbeine. Ich tauche erst dann auf, wenn es zu spät ist. Ach, das war der Scheiß war das. Ach, danke schön fürs Gespräch. Okay, ja. Der Weg war umsonst. Wieder zurück. Umsonst im Risiko sich abgegeben. Ja, Schnecke, Schnecke. Jetzt, ja, die kommen einem dann entgegen, wenn man es zu spät ist. Was kann ich, in welche Richtung ich muss? Was ist hier überhaupt? Was ist das alles? Ich habe die Orientierung komplett verloren hier in diesem Gebiet. Es nervt mich, dass ich jetzt schon nur einen Treffer habe, weil alles passiert. Das war's. Feierabend. Ein Leben noch. Willkommen zu der letzten Folge Mr. Nuts. Wie Sie sehen, wissen Sie, warum wir dieses Spiel nie durchgespielt haben. Ist wieder alles unterwegs. Alles. Absolut alles da unten. Zack, zack, das Hühnchen. Glühbirnen, Kacke und... So, da links war nichts. Das war der Weg ins... Ja, was? Dämliches Hühnchen. Trifft einfach. Das sind ungefähr in der Nähe. Könnte man es doch erzählen lassen. Ah, es hat wieder Elektro-Power. So, darüber lohnt sich das Energie. Jetzt weiterkommen, das dann geht mir so auf den Pinsel. Ja, fall da runter. Krieg die Schnecke nicht klein, weil sie zu klein sind. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Gold. Gut, gut. Wo muss ich jetzt lang? Links oder rechts? Rechts.
war... Was? Ich weiß es nicht mehr. Der Weg des Todes war rechts. Was ist das, Mann? Mann! Okay. Genau, links. Gut, die haben wir erledigt. Oh, das war knapp. Bitte die kleinen Schnecken, an denen man so gerne vorbeispringt. Wahnsinn! Wahnsinn! Ich hoffe, ich will einmal den Endboss noch sehen. In dieser Stage. Wir packen das, diesmal. Wir haben noch 4 Energie und sind diesmal ganz oben. Und da ist der Pokal! Was ist jetzt? Alter, wir sind geschrumpft! Geschrumpft! Wir sind im Spülbecken. Was ist denn das? Ist euer Ernst? Was geht hier ab? Kann ich jetzt auf die drauf springen oder nicht? Wir sind im Spülbecken. Was für eine geile Scheiße. So, jetzt... Trotzdem nicht lachen. Nerven bewahren. Das grüne Wasser sieht nicht gesund aus. Ist es auch nicht! Mann! Weicheln mit. Guck mal, da geht's doch runter. Oh, wir haben Energie bekommen. Ja, wir sind voll aufgeladen mit Energie. Und das Eichhörnchen rollt. Scheint mal alles gut. Was geht ab? Muss ich rechts? Muss ich rechts? Was geht ab? Nein, das ist Selbstmordkommando da links. Ah, ich habe voll Energie und ihr ist noch Energie, falls ich brauche. Gut, so. Einmal, zweimal. Das Spiel wird immer skurriler, fällt euch auf. Aber die Ideen finde ich geil. Jetzt bin ich geschrumpft und bin in diesem Abwassersystem des Hauses. Was auch immer das Eichhörnchen da zu suchen hat. Ich wusste doch, dass da jemand kommt.
der Seife rutschig übrigens. Das tut sich doch nach Geheimgang aus. Nein, kein Geheimgang. Verdammt einfach. Okay, macht nichts. Noch 10 Münzen und wir kriegen wieder Energie. Alter, was ist das mit dem Wasserhahn, der ihr ernst? Ach, hey, Ruhe bewahren, Ruhe bewahren. Gut, guck mal da. Super durchgekommen, super durchgekommen. Und schon. Ja, ich sah's noch. Ich sah's noch. Aber bringt nichts. Ansagen bringt nichts bei dem Spiel. Oh, Kratzer und all die Schirme fischt. Und wir kriegen noch ein paar Eischellen mit. Und super, dass wir null Leben haben. Das heißt, wir können wieder gleich ganz von vorne anfangen. Wow. Ja, wohin? Ins Nichts. Ja, ich komme nicht mehr raus. Danke, was ist das für eine Kacke? Ash. Super, hat super geklappt. Ja. Zufälligerweise ist die Zeit auch schon wieder rum. Und ich mache folgendes. Ich werde das ganze Let's Play jetzt mal so da stehen lassen, weil mir steht es gerade hier. Nein, hier. Hier. Seht ihr? Hand nicht mehr im Bildschirm. Ja. Jetzt wisst ihr, warum ich dieses Spiel nie durchgespielt habe. Total nervig. Immer wieder zurücksetzen am Anfang. Es macht zwar noch wirklich, es macht. Je mehr ich mich aufrege, umso mehr Spaß habe ich für sowas. Aber es ist sau anstrengend zu spielen, weil jetzt nochmal die ganze Kacke, man ist geladen, man will jetzt ja doch noch durchrennen. Okay, es ist möglich, aber ja, gut, ich belasse es dabei. Bei diesen Folgen, es sei denn, diese letzte Folge erhält eine unmöglich zu erreichende Anzahl an Likes für meinen Kanal. Sagen wir mal bei 20 Daumen nach oben, spiele ich die Kacke fertig. Alles runter. Oder bei ein paar Kommis noch. Wenn ihr unbedingt wollt, spiele ich die Kacke fertig. Tut mir es nicht an. Nicht liken. Nicht kommentieren. Bitte. Bitte, ich hab doch keinen Bock drauf. In diesem Sinne. Macht's gut. Das war Mr. Nuts. Euer MDS Gaming.